Gute Frage. Also einerseits haben wir begonnen, also es war uns immer bewusst, dass wir eine eigene Plattform dazu verwenden, ein Content-Management-System, welches das auch immer ist, bei uns ist das Open-Source-Management-System Drupal geworden. Und wir waren ursprünglich, die Idee war ja sozusagen eine Nischenplattform nur jetzt unter Anführungsstrich für Filmschaffende zu bieten. Das heißt, keine großen Klickzahlen da, also nichts, wo man Werbung machen kann, nichts, wo man ein großes Tamtam macht und Promotion dafür. Das heißt wirklich ein Nischenservice, wobei wir das ja jetzt umgedreht haben und auch für Filmliebhaber zugänglich und somit auch natürlich für mehr Content und für mehr Klicks sozusagen auch für Werbung und so weiter geöffnet haben, nicht aus dem Grund der Werbung. Und da ist es natürlich schwierig, wie man beginnt. Und wir waren klar von immer, von vorne weg war uns klar, wir sind online. Also wir sind online und wir sind international, weil online heißt international. Die Iris, Gründerin von Filmtiki, war lange in Neuseeland, hat dort ein Filmfestival geleitet und hat dort bemerkt, einfach, dass ich weiß nicht, 90% der Filme oder fast alle der Filme, die dort präsentiert worden sind, danach im Bücher, im Regal verstauben und keiner, eigentlich kaum ein Film über die Grenzen von Neuseeland rauskommt, obwohl da jetzt Internet ist. Obwohl man da jetzt Nischen ansprechen kann, Zielgruppen finden kann, aber da liegt auch genau das Problem. Wie komme ich zu meiner Zielgruppe? Und das ist das, was einfach der Aufwand eigentlich auch ist. Sei es jetzt nicht unbedingt ein finanzieller Aufwand, aber zumindest ein zeitlicher und ein Engagement, ein Commitment zu diesem, ich sitze da nur vom Computer und mache da Networking. Ja? Weil früher war das, man geht auf so eine Veranstaltung, gibt seine Visitenkarte her, fängt ein Gespräch an und dann telefoniert man, vielleicht einen Brief noch oder eine Postkarte mal, hallo, ich bin auch noch da. Und jetzt ist das einfach auf Twitter, interessanter Tweet, bist du mein Freund? Ja, ich folge dir, du folgst mir, treffen wir uns auf der Start in einem Jahr zu einem Tweet-up, also zu einem Twitter-Treffen im realen Leben. Und das geht natürlich jetzt viel flotter. Also diese Barrieren sind nicht mehr da. Dennoch ist es mühsam. Manchmal gibt es kein Feedback, es gibt keine Kommentare, es gibt nichts und du denkst da, was habe ich falsch gemacht? Und das liegt an verschiedenen, das ist viel zu lang jetzt natürlich, um das zu erklären.